Liebe Studierende der Kinderuni, im Namen des Rektorats ist es mir eine große Ehre, euch alle an der Universität Stuttgart heute begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Bernhard Weigand und ich bin Prorektor an der Uni Stuttgart. Ich denke, ihr werdet heute etwas erleben, worum euch viele Kinder beneiden werden. Ihr hört eine Vorlesung, die wirklich nur für euch gemacht worden ist. Der Begriff Vorlesung ist ganz alt und stammt aus der Zeit, wo die Studenten in den Bänken saßen und wirklich etwas vorgelesen bekommen haben, wo sich noch nicht jeder ein Buch leisten konnte. Das wird natürlich Herr Ressel heute nicht tun, sondern euch wartet eine sehr interessante Vorlesung über den Titel »Warum das Auto rutscht«. Bei so einer Vorlesung hört man natürlich im Wesentlichen zu. Das bedeutet, ihr solltet euch nicht so mit euren Nachbarn unterhalten oder vielleicht irgendein SMS verschicken, aber ihr könnt natürlich mitmachen und ihr sollt auch mitmachen. Das bedeutet, ihr könnt euch einfach melden und könnt Fragen stellen und es wäre auch ganz toll, wenn ihr das einfach macht. Und es gibt noch etwas, was anders ist in der Vorlesung wie in der Schule. Wenn einem etwas sehr gut gefällt, dann klatscht man nicht, sondern genau. Also, ich sehe, ich habe es mit absoluten Profis zu tun. Dann kann ich mir eigentlich die Einführung ein bisschen kürzer machen. Ich wollte noch sagen, dass die heutige Vorlesung eine Premiere eigentlich für uns ist. Es ist die erste Vorlesung im Rahmen der Kinderuni an der Universität Stuttgart. Und deswegen hat Herr Professor Ressel, der Rektor der Uni Stuttgart, also unser Chef, es sich nicht nehmen lassen, die selber zu halten. Er wird euch in der nächsten Dreiviertelstunde erklären, warum das Auto rutscht. Bevor es nun wirklich losgeht, möchte ich im Namen des Rektorats allen danken, die im Hintergrund der Kinderuni wirken und das hier alles möglich gemacht haben. Einmal der Initiative zur Förderung hochbegabter Kinder, dem Redaktions- und Marketingteam der Stuttgarter Zeitung sowie dem Studentenwerk Stuttgart, von dem ihr schon Brezeln und was zu trinken bekommen habt. Und ich glaube, jetzt könnt ihr noch mal kurz klopfen. Okay. Also, ich kann sagen, das ist schon viel besser wie bei mir in der Vorlesung. Meine Studenten kriegen das nicht so gut hin. Also von daher, denke ich, habt ihr alle Voraussetzungen, wirklich das alles hier gut mitzukriegen. Und jetzt mache ich die Bühne frei und übergebe das Wort an Herrn Ressel, der euch erklärt, warum rutscht ein Auto. So, liebe Kinderstudenten, darf ich noch mal ganz kurz vorstellen. Ich bin der Wolfram Ressel, bin hier Professor. Und so in meinem Nebenjob, oder eigentlich ist mein Hauptjob, bin ich auch noch Rektor dieser Universität. Und da es heute wirklich die erste Veranstaltung für uns ist, in Hohenheim warte vielleicht schon, habe ich gesagt, ich mache selber diese erste Vorlesung. Ich habe aber noch zwei Assistenten dabei, die mich ein bisschen unterstützen werden, wenn wir so ganz kleine Versuche machen hier. Und da darf ich hier zu meiner Linken die Anne vorstellen, an meinem Lehrstuhl. Und hier zur Rechten ist der Kai, auch an meinem Lehrstuhl. So, und dann steigen wir gleich richtig ein, würde ich sagen. Den Titel, den seht ihr da oben auf den Folien. Warum rutscht ein Auto? Also eigentlich fährt ja ein Auto und rutscht nicht. Ja? Das ist das Normale, sollte immer fahren oder steht. Aber rutschen sollte es eigentlich nicht. Dennoch gibt es Situationen beim Fahren oder während des Fahrens,
wo ein Auto auf einmal zum Rutschen beginnt. Und das sollte es nicht, weil das ist gefährlich. Und das gilt zum Beispiel auch, wenn ihr mit eurem Fahrrad fahrt, ja, und ihr habt zum Beispiel Schnee und fahrt auf dem Schnee, dann könnt ihr auf einmal ins Rutschen kommen. Auch das solltet ihr nicht, weil das ist gefährlich. Ihr fallt dann vom Fahrrad runter und da könnt ihr euch etwas brechen. So, und um das geht es in eurer Vorlesung heute. Wann beginnt ein Auto zu rutschen? Und das könnt ihr dann genauso fürs Fahrrad hernehmen oder für euer Go-Kart oder für was auch immer ihr in eurem Alter zwischen 8 und 12 unterwegs sein dürft. So, als erstes schauen wir uns mal einen kleinen Film an. Der Kai wird den einspielen, der eine Kurvenfahrt eines Autos bei Nässe zeigt. Ihr seht hier ein Auto, da wird es auf einmal nass, aber das Auto fährt durch die Kurve und plötzlich seht ihr, dass es zum Schleudern anfängt. Ja, es dreht sich um die eigene Achse und tja, das wollen wir eigentlich nicht, aber warum dreht es sich auf einmal? Hast du eine Frage? Hat kein Grip mehr. Ja, schon gar nicht so schlecht, aber wir werden das ganz langsam aufbauen. Ich kann jetzt nicht auf jede Frage eingehen, ja, weil sonst wären wir in 45 bis 60 Minuten nicht fertig. Aber ich merke mir, dass du mal später drankommst. Einverstanden? So, wir wollen jetzt auch gleich als zweites nach dem Film einen kleinen Versuch machen. Den darf ich euch ganz kurz erklären. Ihr seht hier in der Mitte, hier unten im Hörsaal, zwei unterschiedliche Oberflächen. Die eine Oberfläche, wo jetzt die Anne gerade das Auto draufstellt, die ist schwarz von der Farbe her und sie ist rau. Schleifpapier, Schmirgelpapier, das kennt ihr auch. Ja? Alle, die ein bisschen werken in der Schule oder zu Hause, kennt ihr Schmirgelpapier. Also das ist relativ rau. Und da vorne, da habt ihr eine Folie, eine Plastikfolie und da ist Wasser drauf. Und damit das noch ein bisschen mehr schmiert, haben wir noch ein bisschen Seife dazu gegeben. Ja, damit das etwas rutschiger wird, das Ganze. So, und die Anne wird euch jetzt insgesamt 4 Versuche, jeweils 2 auf dem Schmirgelpapier und 2 auf der Folie vorfahren. Und dann schaut mal ganz genau hin, was da passiert. Habt ihr gesehen? Sie hat gelenkt und das Auto hat diese Kurvenfahrt nachgefahren. Und jetzt passt mal auf, was passiert auf der Folie. Was machen wir? Anfahren. Okay. Also, sie lenkt jetzt. Was war jetzt das? So, 2. Versuch auf der Folie. Tja, ihr habt gesehen, was hat man gesehen? Jetzt bist du dran. Das Auto ist weitergerutscht beim Bremsen auf der Folie. Was habt ihr noch beobachtet? Nehmen wir mal dich da oben. Die Reifen haben keine Traktion mehr, richtig? In welchem Fall? Auf der schwarzen Untergrund? Oder auf dem Folienuntergrund? Aha, okay. Was habt ihr noch gesehen? Gleich hier in der ersten Reihe. Sehr gut. Gut beobachtet. Also, auf diesem rauen, auf der rauen Oberfläche, auf diesem Schmirgelpapier, hat das Auto eigentlich jede Bewegung, jede Lenkbewegung auch wirklich umgesetzt in eine Fahrkurve. So, habt ihr noch was beobachtet? Ganz da hinten, ja? Ja, du? Ich weiß deinen Namen leider nicht. Du sagst, da hat sich etwas festgehakt. Auch das ist nicht ganz falsch,
hast du durchaus richtig beobachtet. Jetzt würde ich es mal dabei lassen. Ihr habt das alles sehr gut beobachtet, was da passiert ist. Also, hinten bei dem rauen Untergrund oder bei dem rauen Oberfläche, so muss ich sagen, hat das Auto jede Lenkbewegung auf diesem Oberfläche mitgemacht. Es ist also genau die Kurve gefahren, wie das Lenkrad vorgegeben hat. Und hier auf dieser Folie mit dem Schmirgel, nicht mit dem Schmirgelpapier, sondern mit dem Seifenwasser, ja, da ist das Auto entweder, es hat sich um die eigene Achse gedreht, das werden wir nachher auch noch kennenlernen, warum, oder es ist einfach davon gerutscht. So, und das wollen wir uns jetzt mal etwas näher anschauen, warum das so ist und weswegen das ist. So, der erste ist, habt ihr schon gesagt, Haftung, Reibung. Was ist Reibung? Wie können wir das erklären? Ich möchte euch das hier an dieser Folie erklären. Ihr seht da einen kleinen Ausschnitt. Ja, das sind, kann man sagen, zwei Platten oder zwei Balken, die aufeinander liegen. Und wenn man die mal im Mikroskop anschaut oder durch eine Lupe, dann seht ihr, dass diese Oberfläche aber eine gewisse Struktur hat. Ja? Also ihr seht, dass die ein bisschen rauf und runter geht, so Täler hat und Berge hat. Ja, das kann man hier mal einzeichnen. Seht ihr hier Berge, Täler, Berge und die andere Seite genauso. Ja? Also das verzahnt sich so richtig, diese beiden Oberflächen. Und da entsteht Reibung, wenn man etwas Bestimmtes macht. Könnt ihr euch vorstellen, was man jetzt machen muss, damit da Reibung entsteht? Ja? Du mit dem grünen Pullover. Die werden abgeschmirgelt. Aber das hoffen wir jetzt mal nicht, dass wir das gleich abschmirgeln müssen. Wie? Ja? Du da oben? Was? Jetzt habe ich leider nicht verstanden. Kannst du noch mal lauter reden? Ja, das könnte man auch machen. Aber was muss man machen, um hier Reibung zu erzeugen? Ja. Genau, so. Also, wir müssen versuchen, dass wir diese beiden Platten oder diese beiden Balken irgendwie gegeneinander verschieben oder verziehen. Ja, das müssen wir also machen, damit Reibung entstehen kann. Nun sind diese Oberflächenstrukturen, die ich euch gerade gesagt habe, also diese Berge und Täler, die sind bei den Materialien, die wir einsetzen, also die Werkstoffe, ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe euch da mal vier Beispiele mitgebracht. Vier Beispiele, die ihr da oben seht, rechts auf der Folie. Das eine links oben ist Plexiglas und daneben Kalksandstein. Und wenn ihr seht, das ist mit einem Mikroskop, mit einem ganz hochauflösenden Mikroskop aufgenommen, dann seht ihr, dass selbst Plexiglas, das ihr alle kennt, ja, wie Glas, Plexiglas ist ein bisschen anders, aber sagen wir mal Glasstrukturen, auch eine Oberflächenstruktur haben. Auch da gibt es Berge und Täler. Und ich zeige euch jetzt mal, wie groß das ist in etwa. Nehmen wir uns mal so einen kleinen Ausschnitt raus. Etwa so. Was glaubt ihr, was das ist? Also ein kleines, wie nennen wir das? Ja. So, bitte? Ja, nennen wir es so. Okay, also wie groß ist das etwa? Was meinst du? Ein Nanometer. Das müsste man jetzt erklären, aber das möchte ich gar nicht. Das ist mir jetzt schon viel zu viel Detail. Nehmt es mal an einem Haar. Stellt euch mal vor, wie dick ist ein Haar. Ja, das kennt jeder. Jeder hat Haare am Kopf. So, wie dick glaubt ihr, dass das ist? Ja? Bitte? Ein Haar, also so breit wie ein Haar? Nein, das wäre viel, ist viel, viel kleiner. Ganz oben. Ein halbes Haar, sagst du. Also ich sag's euch gleich, wie dick das ist. Das ist ein Tausendstel. Ja? Teilt das Haar von der Dicke durch 1000, dann habt ihr diese Struktur. Also ganz, 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 ganz klein.
Und daneben seht ihr einen sogenannten Kalksandstein. Das ist also ein bestimmter Naturstein aus Kalksand, den ihr da seht. Und da ist, wenn ihr das mal genauso aufzeichnet wie hier links, also so ein ganz kleines Teil hier rausnimmt, das ist ein Hundertstel, also teilt es ein Haar die Breite durch 100, dann habt ihr etwa diese Struktur. Also auch das ist noch ganz klein. So, und jetzt machen wir mal einen richtigen Sprung, ganz groß, einen Sprung in der Skala und gehen links unten, da seht ihr ein Asphalt. Das ist der Werkstoff oder auch die Oberfläche nachher, die ihr habt, wenn ihr mit dem Auto ganz normal oder mit dem Fahrrad in euren Straßen, die ihr zu Hause alle habt, fahrt. Das ist also Asphalt. Der ist wesentlich gröber. Ihr seht also, das ist etwa die Struktur, so wie sie draußen auch zu sehen ist, also im sogenannten Maßstab 1:1. Also das ist der richtige, ein richtiges Bild und ein Maßstab, wie ihr ihn draußen auch seht. Und dann gehen wir nochmal viel, viel größer. Seht ihr rechts unten? Das ist ein Flussbett. Ja, das seht ihr, normalerweise fließt da Wasser durch. Da ist jetzt gerade kein Wasser, weil es ausgetrocknet ist, vielleicht das Flussbett, sondern das ist ganz im natürlichen Zustand. Ihr wisst alle, kennt alle Flüsse und auch ein Flussbett habt ihr schon mal in den Bergen zum Beispiel gesehen, das ausgetrocknet ist. Also das ist ein noch viel größerer Maßstab als zum Beispiel so eine Oberflächenstruktur von Asphalt belegen. So, und was uns interessiert jetzt im Weiteren ist die Struktur von Asphalt. Ja, das ist das, was wir uns jetzt näher anschauen und warum auf so einer Oberfläche, die etwa, sagen wir mal jetzt nicht von der Struktur her, aber so in etwa, sage ich mal, hinten diesem Schmirgelpapier entspricht. Und daran wollen wir uns jetzt mal versuchen zu erläutern, was ist Reibung, was ist Haftung, was ist Gleiten und daraus dann ableiten, warum ein Auto auf einmal ins Rutschen kommen kann. Also Reibung, haben wir vorher schon gesagt, an dem Beispiel, dass hier zwei Balken gezogen werden, erzeugt muss eine Kraft werden. Ja, ihr seht es, eine Muskelkraft. Hier zwei Mannequins. Der eine zieht die obere Balken in die eine Richtung, der andere Mannequin in die andere Richtung. Und dann entsteht also eine Kraft, eine Zugkraft, sagen wir auch hier. Und die kann man mathematisch beschreiben. Und das ist diese kleine Formel, die ihr da seht, dieses F. Das ist also diese Muskelkraft, ja, von den beiden Mannequin, die also diese Balken auseinanderziehen. Und dann seht ihr einen griechischen Buchstaben, der heißt μ. Das ist der Haftbeiwert. Der beschreibt, wie groß ist die Haftung zwischen diesen beiden Balken. Das ist eine Zahl, die ist zwischen 0 und 1. So groß ist die. Und N, das ist, sagen wir, die sogenannte Normalkraft. Das ist also das Gewicht eines solchen Balkens, ja, der von oben runter drückt natürlich durch seine Masse, die er hat, und die wird ausgedrückt hier durch N. Und so könnt ihr eigentlich einen Widerstand, der erzeugt wird durch Reibung, beschreiben. Das ist also eine Zahl, die hier entsteht, eine Kraft. Wir sprechen da von Kilonewton oder früher sprach man auch von Kilogramm zum Beispiel, mit der man auch messen kann natürlich. Und dies wollen wir Ihnen, euch jetzt dann in einem Versuch vorführen. Anne und Kai werden euch das vorführen. Brauchen wir ein bisschen Licht, damit ihr mir seht. Ihr habt hier ein Holzbrett, seht ihr hier an der rechten Seite. Und hier links seht ihr wieder ganz genau das Gleiche, also so ein Schleifpapier, so ein Schmirgelpapier, wie wir vorher bei dem ersten Versuch mit dem Elektroauto gehabt haben oder das über Funk betrieben worden ist. So, und seht ihr noch ein Buch, ein Mathematikbuch ist das oben. Das ist also ein Gewicht, das soll nur ein Gewicht darstellen, mehr nicht. So, und insgesamt werdet ihr vier Versuche sehen, also einmal auf dem Tisch und einmal auf diesem Schmirgelpapier, einmal mit Gewicht, also mit dem Buch und einmal ohne. Und dann haben wir hier so eine Federwaage. Schaut euch das mal an. Da ist eine Feder drin und die kann man also, wenn man hier eine Kraft oder ein Gewicht anhängt, kann man die runterziehen und dann kann man hier messen, wie viel Gewicht man angehängt hat
an diesen Haken hier unten. So, und da wollen wir jetzt einfach mal zwei von euch rausholen. Und ich sage jetzt mal den Herrn Jonathan Meisenbacher und den Herrn Florian Eckhardt. Wo sind die zwei? Florian Eckhardt? Ja, komm mal zu mir runter. Und der Jonathan Meisenbacher? Das bist du. Also dann der Florian Eckhardt. Wo ist der? Da kommt er schon. Wunderbar. So, ihr zwei dürft jetzt dann ablesen hier, was passiert auf der Feder. Ja? Und den Versuch selber wird die Anne durchführen und die zeigt euch das jetzt genau, was ihr lesen müsst. Anne. Also, ihr seht jetzt, dass diese Federwaage angehängt wird an das Holzbrett und dass jetzt die Anne ziehen wird. Und dann kann man messen mit dieser Waage, mit denen sie sich auseinanderzieht, wie viel Kraft man braucht, um hier also diesen Widerstand zu überwinden. 400 Gramm war beim ersten Versuch. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. So, und jetzt ziehen wir das Ganze über diese raue Oberfläche drüber. Wie viel kannst du ablesen? 1100. Ihr seht, das ist eine viel größere Zahl. Ja? 1100 Gramm, also 1,1 Kilogramm. Das heißt also, auf diesem raueren Papier im Vergleich zu der glatten Oberfläche auf dem Tisch muss man mehr Kraft aufbringen, um diese Platte, diese Holzplatte zu ziehen. Und jetzt machen wir Folgendes, das Gleiche nochmal, aber wir legen jetzt ein Gewicht auf, ein Mathematikbuch. Und jetzt machen wir genau das Gleiche nochmal. Jetzt haben wir dich ein bisschen überfordert. Die Zahl hattest du noch nicht in der Schule, ja? Über 1000. Macht nichts. So, wie viel war es? 700. 700 Gramm. So, jetzt vergleicht mal in der ersten Zeile oder in der zweiten Zeile, wo steht auf dem Tisch. Ohne Zusatzgewicht haben 400 Gramm Zugkraft gereicht, um die Platte ziehen zu können. Und wenn wir sie jetzt ein Gewicht drauflegen, dann brauchen wir jetzt schon 700 Gramm. Um diese Platte zu ziehen. Das heißt also, je schwerer unser Versuchsgegenstand ist, desto mehr Kraft müssen wir aufwenden. Wir werden dann nochmal gleich zusammenfassen. So, das Gleiche jetzt auf der rauen Oberfläche. Und bewegt sich was jetzt ganz langsam? Sag's ganz laut. 2000 Gramm. Also auch hier seht ihr, durch das Gewicht, was wir durch das Buch aufgelegt haben, ja, brauchen wir noch mehr Kraft, um die Holzplatte zu ziehen. So, und wenn wir das mal zusammenfassen, was zeigt uns dieser Versuch? Also einmal, je rauer die Oberfläche ist, desto gröber ist die Reibung. Ja, klatscht mal richtig. Es tut meinen Assistenten ganz gut, wenn ihr richtig fest klopft und trommelt. So werden die nie verwöhnt bei uns in der Universität. Also ganz toll von euch, finde ich super. Also nochmal, was zeigt uns dieser Versuch? Einmal haben wir gesehen, je rauer die Oberfläche ist, ja, also im Vergleich hier zu der glatten Oberfläche, diese raue Schmirgelpapieroberfläche,
desto größer ist die Reibung, also der Widerstand, ja, den wir gemessen haben. Aber auch je schwerer der Gegenstand ist, also wenn wir das Buch drauflegen, ja, desto größer ist auch die Reibung, also der Widerstand, den wir hier messen können. Also, ergo, je größer die Reibung, desto größer ist der Widerstand und desto stärker die Haftung. Kapiert? Super, dann können wir weitermachen. So, wozu brauchen wir jetzt das, was wir euch da vorgeführt haben im Versuch? Heißt also, wozu brauchen wir Haftung? Habt ihr da Ideen? 2, 3 Ideen, fangen wir mal hier unten an. Damit das Auto nicht rutscht, das musste kommen, klar. Das ist zum Beispiel so, ja? Sehr gut. Wunderbar, damit wir überhaupt laufen können, gehen können, ja? Nehmen wir noch einen, dich. Wenn was rollt, ja, okay. Also auch das stimmt. Auch da brauchen wir Haftung. Das werden wir jetzt alles kennenlernen. Also ihr habt vollkommen recht. Dieses werden wir jetzt sehen. Fangen wir mal an mit dem Laufen. Das war das, was du hier unten gesagt hast. Wie ist dein Name? Was der Patrick uns gesagt hat. Ja? So, ihr seht hier einen Turnschuh oder Laufschuh oder was ihr immer sagen wollt. Jeder von euch hat den zu Hause. Heute zieht man ja, glaube ich, bei euch nur noch mehr sowas an. Zumindest bei meinen 2 Kindern ist das so. Also, ein Turnschuh. So, und jetzt schaut ihr mal genau das Bild an. Da seht ihr eine rote Kraft und eine grüne Kraft. Und wenn ihr euch mal vorstellt, ihr würdet euch jetzt auf die Zehenspitzen stellen, ja, so wie das da dargestellt ist auf der Folie, dann ist das im Gleichgewicht. Beide Kräfte sind gleich groß. Ihr steht, haftet am Boden. Passiert nichts. Ihr haftet nur am Boden. Ja? So, die sind also im Gleichgewicht, beide Kräfte, sind beide gleich groß, so wie die hier aufgezeichnet sind. Es haftet. So, jetzt machen wir aber das mal ein bisschen anders, weil wir wollen ja schauen, was wird dann mit Reibung in dem Zusammenhang passieren. Das heißt also, die Kraft, die rote Kraft, ist größer als die grüne Gegenkraft. Ja, also das ist jetzt das, wenn ihr auf Zehenspitzen wärt und ihr hättet den Turnschuh an und jetzt wollt ihr loslaufen. Ja? Also die Kraft ist größer als die Gegenkraft. Und das ist das, was wir dann Bewegung nennen. Ja? Ihr stoßt euch ab und marschiert nach vorne oder lauft nach vorne. Und das ist dann das, was Bewegung ist, wo ihr nach vorne laufen könnt oder gehen könnt. Also, hier haben wir das erste Mal jetzt auch die Dynamik drin. Ihr seht also, ja, abgestoßen und der Turnschuh geht nach hinten und dann kommt der nächste Fuß. Und das wechselt immer wieder ab. Ihr geht also, oder wenn ihr euch schnell bewegt, fest abstoßt, dann könnt ihr auch laufen. Also, wir haben gelernt, wenn Kraft gleich Gegenkraft ist, dann haftet es, dann passiert nichts. Wenn aber die Kraft größer wird als die Gegenkraft, dann stoßt ihr euch ab. Ja, ich zeige euch das vielleicht nochmal hier. Stoßt ihr euch ab und dann geht der Turnschuh nach hinten raus. Ja, und der nächste Fuß ist dran und ihr habt Bewegung. Ihr lauft oder geht. So, wo wollen wir eigentlich möglichst wenig Haftung haben? Könnt ihr mir das sagen? Wo würdet ihr eigentlich sagen, so wenig wie möglich Haftung? Nach der Beschreibung, die wir jetzt gerade gemacht haben. Jetzt gehen wir mal da ganz links oben rauf. Dem schwarzen Pullover. Bitte? Beim Transrapid. Ja, okay. Also eine Schiene meinst du hiermit? Die fahren ja auf Schienen. Wollen wir auch ganz wenig Widerstand haben, das ist richtig. Auch ganz oben mit dem rosa Pullover, das Mädchen? Beim Schlittschuhfahren, sehr gut. Hast du das schon gesehen in meiner Präsentation, dass das jetzt kommt? Ja? Und noch ein Beispiel. Gehen wir mal. Du, ja, mit dem schwarzen Pullover? Ganz laut nochmal. Bei Inlinern.
Auch das stimmt, ja, als Beispiel. So, das reicht jetzt schon mal. Haben wir drei Beispiele. Alle drei sind durchaus richtig. Man kann noch ein anderes Beispiel, was ich euch zeige, kennt ihr alle, wenn ihr zum Beispiel rutschen geht, also auf einer Rutsche runter rutschen wollt. Ja, auch dort versuchen wir natürlich, möglichst wenig Haftung zu haben. Das kann man einmal durch das Gefälle erreichen, aber zum anderen auch durch ganz glatte Oberflächen, ja, die da möglichst sein sollten. Aber das Beispiel, was da oben kam, war der Schlittschuhlaufen. So, jetzt kommen wir also auf eine ganz andere Oberfläche. Kennt ihr alle, Schlittschuhlaufen kann man nur dort, wo Eis ist. Ja? Ohne Eis kein Schlittschuhlaufen. Und ihr wisst auch alle, dass Eis sehr, sehr glatt ist. Ja? Unterschiedliche Glätte haben wir da. Auch das wollen wir euch zeigen. Und was jetzt ihr hier seht, ist, dass jetzt wieder die Kraft größer ist als die Gegenkraft, aber jetzt auf einer anderen Oberfläche und die Kufe auch ganz, ganz schmal ist. Also eine ganz kleine Fläche nur, die auf einem sehr glatten Untergrund gleiten soll. Und wenn diese Kräfte nicht im Gleichgewicht stehen, ja, das tun sie dann nicht, wenn ihr wirklich laufen wollt, weil ihr euch wieder abdrückt. Ja, ihr habt vorher quasi Haftung, wenn ihr ganz normal steht auf euren Schlittschuhen und dann drückt ihr euch ab. Ja, die Kraft wird größer als die Gegenkraft, also die Reibung, die da unten ist. Dann haben wir sogenannte Gleiten. Sagt ja auch alles, ihr gleitet über das Eis. Wenn jemand Eistanzen macht, ja, dann gleiten sie wunderschön übers Eis. Und das verstehen wir also hier unter diesem Schlittschuhprinzip, das ich euch hier aufgezeigt habe. Das Ergebnis ist dann, dass ihr eine Bewegung nach vorne macht. Ja? Nochmal zur Wiederholung. Eure Kraft ist größer als die Gegenkraft. Die Kraft ist der Stoß, die Stoßbewegung, die Abstoßbewegung, die ihr selber macht, aus eurem Körper raus, durch Muskelkraft, und ist wesentlich größer als die Gegenkraft, weil wir Eis als Medium haben und eine ganz schmale Kufe nur. Und dadurch könnt ihr also euch abdrücken und dann gleitet ihr. Ja, also auch hier stehen die Kräfte nicht im Gleichgewicht. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr aber trotzdem, obwohl ihr Eis habt und immer mit dem gleichen Schlittschuh fährt, manchmal euch doch schwerer tut, mehr Kraft aufwenden muss? Was muss denn da passieren? Weißt du nicht? Frage ich dich. Genau, wenn die Eisoberfläche rauer ist. Wenn beispielsweise ihr in einem Eisstadium eine Stunde lang Schlittschuh läuft, 200 Kinder eine Stunde lang, bloß als Beispiel, dann wird das Eis immer rauer. Es ist zerkratzt, zerfurcht. Und das ist also wieder eine rauere Oberflächenstruktur. Und dadurch müsst ihr also mehr Kraft aufwenden, um diesen Widerstand zu überwinden. Und das ist der Grund, warum dann nach einer Stunde die Eismaschine kommt und das alles wieder glatt macht. Oder wenn ihr beim Eishockeyspiel mal zugeschaut habt, in der Pause wird immer das Eis glatt gemacht, damit die Eishockeyspieler wieder richtig schnell und gut gleiten können. Ja? Hast du eine Frage dazu? Du möchtest was sagen, dann sag's. Weil das Eis auch dadurch rau ist, nutzt es die Kufe ab, dann wird sie stumpf und dann schneidet dieses Eis nicht mehr. Gut, also so weit wollte ich jetzt gar nicht gehen. Ja, natürlich ist das Material, das wir da haben, das ist eine Stahlkufe in der Regel. Wenn es ganz hochwertig ist, gibt es auch noch Stoffe, die härter sind. Aber die wird natürlich abgenutzt, ja? Die wird auch rauer, vollkommen klar. Deswegen muss man sie immer wieder von Zeit zu Zeit, was macht man mit der Kufe? Schleifen, genau, damit sie wieder den ursprünglichen Zustand, also einen sehr ebenen Zustand, erreicht. So, das haben wir jetzt gesehen. Jetzt haben wir gehabt Haften und Haftreibung, das haben wir gelernt. Und wir haben Gleitner und Gleitreibung gelernt. Was haben wir denn jetzt noch? Ja, schwarz-grauen Ringelpullover. Rollen, genau. So, also jetzt kommt die dritte Eigenschaft, die wir kennen, nämlich das Rollen. Und jetzt kommen wir schön langsam eben zum Rad und damit auch zum Auto. Ja?
So, was ich ja anfangs gesagt habe, dass wir wissen wollen, warum ein Auto rutscht. Also jetzt sind wir beim Rad. Vollkommen richtig. So, also jetzt haben wir die Rollreibung. So, schaut euch das mal genau an. Da habt ihr eine Scheibe, das soll sozusagen ein Rad sein. Ja? Und ihr wisst, dass ein Reifen relativ rau außen ist. Ich stelle euch den gleich vor noch, diesen Reifen, wie der ausschaut im Detail. Und da können wir sagen, alle diese kleinen Noppen, die das sind wie kleine Turnschuhe. Lauter kleine Turnschuhe, die hintereinander angebracht sind auf dieser Scheibe rundherum. Und dann habt ihr so ein Bild. Ja? Und das kennt ihr doch schon, wenn ihr diesen einen Turnschuh mal anschaut, ja, den wir vorhin hatten. Ne? Genau das Gleiche wird jetzt wiederkommen, nur dass wir also jetzt etwas rollen. Ihr wisst, ein Rad ist an einer Achse starr befestigt, ja, über eine Felge angeschraubt und das rollt. Ja? Also wir gleiten nicht mehr in eine Richtung zum Beispiel, sondern wir rollen. Aber wenn wir dieses Rad einfach hier hinstellen würden. Wo haben wir denn das Rad? Ah ne, da ist es. Also, wir haben euch das was mitgebracht. Ja, das kennt ihr alle. So ein normaler Reifen. So, den stellen wir jetzt einfach dahin. Ich hoffe, er bleibt stehen. Das ist nicht mehr der Jüngste, aber er steht. So, das ist das Bildchen. Oder ich drehe ihn mal, dann seht ihr das besser. Gell? So, jetzt da. Ah, der ist silber, gell? McLaren Mercedes, da haben wir den her. Jetzt fällt er um, das wollte ich nicht. Oder auf den Tisch stellen, ja, machen wir das. Kai, du hast die besten Ideen. So. Halten mal bitte. Also du, Anne. Einfach halten. So. Das ist genau das, was ihr jetzt hier seht. Das ist der Zustand der Haftung, Haftreibung. Ja, also ein, wir sagen, statischer Zustand. Das Auto steht, der Reifen rührt sich natürlich nicht. Gegenkraft ist gleich Kraft. Es haftet einfach am Boden. So, und jetzt ja, kommt die Power rein. Ja, über die Maschine wird die Achse angetrieben und das Rad fährt weg. Und es fährt deswegen weg, weil ihr gesehen habt, dass also diese Reifen lauter kleine Turnschuhen hat draußen. Ja, und darüber mit dem rauen Oberbelag, den ihr da auch seht hier auf diesem Bildchen, also dieser schwarze Belag hier, der hier seht, der hat lauter Täler und Berge etc. Und über diese Reibung und über den Antrieb des Rades kriegen wir also dann eine Rollreibung. Ja, das machen wir mal. Ja, seht ihr, also so kann man das ganz einfach vorführen. So. Also die Bewegung nochmal. Was passiert also jetzt, wenn die Kraft größer ist als die Gegenkraft? Das habt ihr jetzt gerade vorgeführt bekommen. Bitte? Ach halt, Entschuldigung, ja. Oh, danke, Anne, das hätte ich fast einen Fehler gemacht. Schaut euch mal die Oberfläche an. Was ist das? Ja, die ist glatt, ja. Das ist Eis zum Beispiel, ja. Ganz, ganz glatt, ja. So, und wenn wir jetzt eben diese glatte Oberfläche haben, trotzdem ein rollendes Rad bekommen durch den Antrieb, durch die Maschine im Auto zum Beispiel, passiert Folgendes. Also die Kraft ist größer als die Gegenkraft und mit dieser glatten Oberfläche dreht das Fahrzeug durch. Das kennt ihr alle, wenn ihr mal auf Schnee, wenn der Papa oder die Mama mal auf Schnee mit dem Auto gefahren ist und die haben ein bisschen zu viel Gas gegeben, drehen die Reifen durch. Ja? Das kennt ihr alles. Also das nennen wir dann Rollreibung, aber der Reifen dreht sich bei der glatten Oberfläche auf der Stelle. Ja? Kriegt also keine Haftung und dreht durch. So, und diese Reibung, die wir jetzt noch zum Schluss dann ganz genau besprechen möchten, nämlich bis dahin, wo das Auto eben zum Rutschen anfängt, wo wir vorher noch Haftung hatten und auf einmal haben wir dann keine mehr, dann fängt es zum Rutschen an. Das wollen wir ja wissen, warum das so ist. Also, diese Reibung beim Auto durch die Kraftübertragung, ja, das
also der Reifen angetrieben wird über die Achse. Das kennen wir also beim Anfahren oder auch beim Bremsen. Oder ihr kennt das auch noch, das möchte ich ein bisschen noch erklären, wenn ihr in einer Kurve fahrt. Ja, ihr wisst, dass die Straße dann ein bisschen eine Querneigung hat. Ja? Oder ihr kennt das vielleicht bei den Automobilfirmen hier beim Daimler, bei Mercedes, die haben so Steilwandkurven, die fahren die also mit 200 Stundenkilometer rein. Ja? Und trotzdem fällt das Auto nicht runter. Warum? Oh, jetzt wählen wir mal ganz andere aus. Dich zum Beispiel. Wegen der Zentrifugalkraft, Wahnsinn. Super, klasse. Genau das ist es. Also das Auto durch die Zentrifugalkraft wird nach außen getrieben. Und damit es nicht nach außen getrieben wird, brauchen wir die Haftung, also die Reibung, ja, zwischen Reifen und Fahrbahn. Das ist also die Gegenkraft, damit es auch wirklich auf der Straße spurgetreu fahren kann. Das sind also Kurven. Deswegen gibt es Leitplanken. Also so weit wollte ich eigentlich gehen, dass du dann so viel Gas gibst, dass du dann eben ins Rutschen kommst. Das werden wir jetzt gleich sehen, wie das passiert. Und dann in der Leitplanke landest. Also das wollen wir nicht, gell? Habt ihr das kapiert? Das wollen wir nicht. Gut, also. Ja, und erzeugt wird diese Reibung, ganz egal, ob wir sie nach vorne brauchen, also als eine sogenannte Normalkraft, also in Bewegungsrichtung, oder ob wir sie auf die Seite brauchen, durch eine Fliehkraft, ja, durch eine Zentrifugalkraft. Entweder das wird erzeugt durch eine raue Fahrbahn, also raue Oberflächenstrukturen, wie wir sie hier hatten mit dem Schmirgelpapier. Ja, und ganz wichtig, wir haben das gesehen, wo ist der Reifen? Dieser Reifen hat eine Struktur. Schaut euch die mal ein bisschen an. Ihr kennt das auch bei verschiedenen Fahrzeugen. Da haben wir euch mal zwei ganz extreme mitgebracht. Links oben so ein Rennwagen in der Formel 1. Da seht ihr, da ist fast gar kein Profil. Fast nicht. So ein paar Lenksrillen seht ihr da. Aber diese sogenannten Slicks, wenn ihr das schon mal gehört habt, die haben also überhaupt kein Profil. Die sind quasi ganz glatt. Und sie sind recht breit, denn je mehr Fläche, Aufstandsfläche wir haben, ja, desto mehr Grip, desto mehr Reibung kann erzeugt werden. Und auf der anderen Seite, hier rechts unten, seht ihr ein Geländefahrzeug. Und ich hoffe, ihr könnt es erkennen, das ist ganz stark profiliert, der Reifen. Ja? Der hat viele solche Noppen und dazwischen sind so Täler, dann kommt wieder so eine Noppe, ganz, ganz viel. Und wenn der richtig ins Gelände reinfährt, in tiefen Sand, dann lässt man ein bisschen Luft raus, damit der Reifen, wenn das Gewicht oben drauf drückt, breiter wird. Mehr Fläche, mehr Aufstandsfläche gewinnt. Ja? Gleiche Prinzip wie oben bei einem Formel-1-Auto. Ansonsten sollte er eher schmaler sein, dieser Reifen, wenn man im Gelände fährt. So. Was kann denn diese Reibung herabsetzen? Was meint ihr denn? Also wenn ihr das Profil habt und hier so eine raue Oberfläche, dann gibt es trotzdem noch Sachen und Dinge und Zustände, die trotzdem dann diese Reibung nochmal runtersetzen kann. Was kann denn das sein? Ja, du zum Beispiel. Ja? Aha. Sehr gut, also Wasser zum Beispiel, richtig? Wasser kann die Reibung und damit die Haftung deutlich heruntersetzen. Was könnt ihr euch noch vorstellen? Du da oben mit der Brille, ja, mit dem Verband um Arm. Ganz laut. Sand. Ja, also schmutzige Oberflächen. Sagen wir mal schmutzige Oberflächen, ja? Richtig. Ganz gefährlich, wenn dann noch Wasser dazu kommt. Dann wird es so schmierig, die Oberfläche. Ja? Das kennt ihr vielleicht. Dann wird es noch gefährlicher. Ja? Ganz oben, du mit dem blauen oder schwarzen Pullover. Die Rillen aufweisen. Die Rillen auffüllen. Aha. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber vielleicht hast du auch recht. Noch einen Vorschlag. Ganz oben, ganz laut.
Schnee, richtig. Schnee und Eis. Ja? Wenn auf so einer glatten, Entschuldigung, auf einer rauen Struktur Schnee oder Eis ist oder Wasser, ja, dann geht diese Reibung zurück. Das heißt also, die Haftung wird geringer. So, und wir wollen uns jetzt ein bisschen mit Wasser befassen. Ja? Wasser befassen. Vielleicht noch, damit ich das nicht vergesse hier, das Gleiche gilt übrigens auch für eure Fahrräder. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Profile, habt ihr sicherlich auch schon gesehen. Der Papa hat vielleicht das tolle Rennrad zu Hause, wo er sich abends draufsetzt und mal schnell eine Runde dreht. Und ihr habt natürlich das Mountainbike, klar. Ja? Und wenn ihr euer Mountainbike anschaut, dann habt ihr also auch so eine sehr profilierte Reifenoberfläche, so eine ganz strukturierte. Das ist auch nichts anderes wie Formel 1 und Geländewagen, nur halt aufs Fahrrad bezogen. Ja? So, jetzt haben wir gesagt Wasser. Wasser ist das, was wir uns jetzt ein bisschen näher noch anschauen. Wir haben also eine raue Oberflächenstruktur und wir haben ein Profil, das zeigen wir euch gleich nochmal etwas näher, und wir haben Wasser. Ihr seht also hier links so eine Struktur. Jetzt schauen wir uns nochmal den Reifen genauer an. Mit der Videokamera. Muss ich den da vorne hin tun oder reicht es da? Haltest du es, Anni? Okay. So. Jetzt schaut euch mal das an. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Wir müssten fast ein bisschen abdunkeln. Aber ihr seht sehr schön diese Struktur hier. Ja? Und zwar hat man Längsrillen. Und dann hat man so diagonal auch so Rillen hier reingefräst in diesen Reifen. Das seht ihr also auch an diesem Bild hier. Ihr seht Längsrillen, die also längs des Reifens durchgehen. Und dann sieht man Rillen, die so diagonal nach außen gehen. Und wenn jetzt ein Reifen über Wasser fährt, dann seht ihr, dass dieses Wasser durch diese Struktur der Oberflächen von Reifen nach außen gedrängt wird. Ja, also das Wasser, was auf der Fahrbahn ist, wird in diese Täler hineingedrückt und wird seitlich durch diese diagonalen Täler hinausgedrückt. Dann kann nichts passieren. Soweit alles klar. Das ist relativ ungefährlich. Das macht der Reifen sozusagen von selbst. So, da habt ihr mal ein Bild in Realität, wie sowas ausschaut. Ja, da rechts, da seht ihr ziemlich klar die Streifen. Ich zeichne euch das mal da ein. Ja, hier seht ihr also diese Streifen, die aus dieser Rille rauskommen. Als Beispiel. Da hinten habt ihr eine andere. Das ist dieser Streifen hier. Ja? Und ihr seht auch ein bisschen vielleicht, dass hier drin Wasser ist. Das ist, der Reifen ist gefüllt mit Wasser und dieser Wasser wird nach außen gedrückt. Jetzt haben wir noch einen Film für euch dabei. Hier links, den wir uns anschauen dazu, ihr seht hier ein Auto, das auf einer nassen Oberfläche fährt und dann seht ihr sehr schön diese Reifenstruktur. Ja, diese Längsrillen, nochmal, genau, Kai zeigt es nochmal, ja, diese Längsrillen da oben und ihr seht auch, dass nach oben und nach unten Wasser in diesen Tälern dieses Reifenprofils ist, das nach außen gedrückt wird durch diese diagonalen Strukturen. So, jetzt nochmal, was möchtest du fragen? Zur Zentrifugalkraft, also sag nochmal. Richtig, gut, jawohl, auch das ist richtig, ja? Genau, die Zentrifugalkraft hält das Wasser im Eimer, ja? Sehr gut. So, jetzt ist ganz entscheidend, wo ist der Reifen? Da ist er. Könnt ihr mir da nicht einfach wegnehmen. Genau. Jetzt schaut euch nochmal an, diese Struktur des Reifens. Ja, diese tiefen Täler, die da drin sind, die eingefräst sind. Und ganz entscheidend ist jetzt, ob ein Auto rutscht, auch wie tief diese Einschnitte noch sind. Ihr wisst, dass ein Reifen, wenn man ihn viel fährt, auch abgenutzt wird. Und
unser Gesetzgeber, unsere Bundeskanzlerin sagt, wenn ihr 1,6 mm Reifentiefe habt, drunter darf der Reifen nicht mehr haben. Das ist das Minimum, der kleinste Wert, den ein Reifen haben darf, damit man noch sicher bei Regen über die Fahrbahn fahren kann. Und das könnt ihr ganz einfach messen, das macht ihr mal bei euch beim Papa zu Hause und bei der Mama. Da nehmt ihr euch eine 1-Euro-Münze. Eine Euro-Münze und der hat draußen so einen Goldrand. Und dieser Goldrand, das ist jetzt rein zufällig, aber es ist so, hat 1,6 Millimeter. Und dann schaut mal, wenn ihr das da reinsteckt, diesen Euro, ja, in diese Profiltiefe, ob euer Papa oder euer Mama noch auf ihrem Auto 1,6 Millimeter haben. Und wenn nicht, ja, dann könnt ihr ihnen was erzählen. Das habt ihr heute gelernt dann, warum ihr mehr als 1,6 Millimeter braucht. Da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Das werden wir euch im Detail jetzt noch erklären. Also mit so einer Münze könnt ihr das schön machen. Übrigens ein Neureifen, der hat 8 mm Reifenprofiltiefe. 8 mm. 1,6 ist das Minimum. Also ihr seht, da ist eine kleine Differenz dazwischen. Und das ist auch richtig so, weil sich ein Reifen abnützt. So, was passiert jetzt, wenn wir noch mehr Wasser auf der Fahrbahn haben, wenn also diese Wasserfilmdicke, ja, die ihr hier seht, das ist die Wasserfilmdicke hier, dieser blaue Film und zusätzlich auch noch diese Reifenprofiltiefe sehr klein ist. Dann könnt ihr euch vorstellen, je schneller ihr fährt, desto mehr treibt sich hier ein sogenannter Wasserkeil unter den Reifen. Das ist dieser Wasserkeil. Ja? Und der, je schneller ihr fahrt, hebt das Auto sozusagen, schwimmt auf diesem Wasserkeil und irgendwann habt ihr überhaupt gar keine Reifenaufstandsfläche. Das seht ihr hier. Also der Reifen steht nicht mehr auf der rauen Oberfläche auf, sondern das Wasser hat sich mit einem Wasserkeil durch die Geschwindigkeit unter den Reifen gezogen. Und was passiert dann? Dann kann man ins Schleudern kommen oder ins Rutschen kommen. Machen wir erstmal Rutschen und ganz zum Schluss auch noch Schleudern, warum wir dann schleudern können. Ja? Also richtig, wenn wir keine Aufstandsfläche mehr haben, haben wir nichts mehr, keine Haftung oder Reibung. Ja? Das ist eigentlich keine Haftung, sondern Reibung hier, die wir aktivieren können als Widerstandskraft. Und vielleicht habt ihr das schon mal alle mitgemacht, wenn ihr zwei Bauteile, ganz egal was, zwei Klötzchen und dazwischen habt ihr Wasser und dann tut die mal gegeneinander reiben. Da werdet ihr sehen, da kann überhaupt keine Reibung übertragen werden. Durch Wasser kann keine Reibung übertragen werden. Ja, und das ist dann der Moment, der ganz gefährlich wird, wo ein Auto oder auch ein Fahrrad auf einmal zum Rutschen anfängt und eventuell auch zum Schlingern. Ja? Das werden wir also jetzt noch sehen. Also merkt euch, dieser Wasserkeil durch schnelle, zunehmende Geschwindigkeit wird immer weiter unter das Rad geschoben und irgendwann mal haben wir keine Aufstandsfläche, keine Reibung mehr, ja? Und dann wird es gefährlich. So. Und jetzt zeige ich euch noch ein Beispiel. Das wäre also das Rutschen, warum das Auto rutscht. Und jetzt kann man aber auch, wie er richtig gesagt hat, auch noch schlingern. Also es kann sich um die eigene Achse drehen. Wie kann sowas passieren? Ihr habt sicherlich schon oft gesehen, gerade bei unseren Asphaltstraßen, ich komme jetzt wieder auf den Asphalt, dass wir da solche Spurrinnen drin haben. Ja, das ist eine ebene Oberfläche und auf einmal kommt so eine Tiefung und dann geht es oben wieder weiter. Eine Spurrinne. Diese Spurrinne entsteht durch Schwerlastverkehr, also durch Laster, ganz schwere Fahrzeuge. Und sie entsteht im Sommer, wenn es warm ist, die Sonne von oben runter scheint. Stellt euch das vor, das ist wie Wachs. Ja, wenn ihr Wachs warm macht, dann wird es weich bis hin zu flüssig. Flüssig wird der Asphalt hier nicht, aber er wird warm und damit kann man ihn leicht verformen. Und unter der Belastung von so einem schweren LKW-Reifen verformt sich dann die Oberfläche und man bekommt so eine Art Rinne rein. So, und das kann sehr gefährlich werden, nämlich dann, wenn es regnet und diese Spurrinne mit Wasser voll füllt. Vorher will ich aber zeigen euch, wie
ein Auto über so einen Wasserfilm fahren würde, wenn wir keine Spurrinnen hätten. Also eine ganz ebene Fläche und wir haben einen Wasserfilm oben drauf, also es regnet von oben und ein dünner Wasserfilm ist drauf. Ihr habt hier das Auto schematisch nur dargestellt und die Fläche mit Wasser. Und das Auto fährt rüber und es passiert eigentlich nichts, wenn man nicht bremst oder lenkt oder anfährt, sondern mit konstanter Geschwindigkeit über diese Fläche fährt. Dann kann nichts passieren. Ja? Selbst wenn Aquaplaning kommt, dann kann es nur rutschen, indem man auf die Bremse geht, rutscht das Auto dann nach vorne. Aber ganz schlimm wird es eben, jetzt komme ich schon langsam zum Schluss, rutschen haben wir jetzt, dass es sich auch noch drehen kann. Und da gibt es furchtbare Unfälle. Wir haben da so ein Unfallschwerpunktbeispiel, wenn ihr von hier auf der Autobahn von Stuttgart Richtung München fahrt, da bei Kirchheim-Teck, ja, nicht weit von hier, vielleicht so, was sind das, 15, 20 Kilometer, Richtung Alp rauf, da passieren jedes Jahr Unfälle und jedes Jahr gibt es 1, 2 bis 3 Tote. Wegen Aquaplaning, weil sich die Autos dann drehen und zum Beispiel in die Schutzplanke reindonnern. Und dann passiert Folgendes, schaut euch das mal an. Ja? Nochmal? So, und warum ist das jetzt? Warum kommt das Auto ins Schleudern? Jetzt habt ihr so viel gelernt, dass ihr das eigentlich selber erklären könntet. Warum kommt das Auto ins Schleudern? Tu mal dran. Sehr gut. Also auf Zweien hat es Reibung, ja? Und zwei Reifen fahren in dieser Spurrinne, wo Wasser drin ist. Und wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat, schwimmt der Reifen auf, der Wasserkeil geht runter, die Reifen haben keinen Grip mehr, keine Reibungskraft kann mehr erzeugt werden, die drehen also durch und die anderen beiden Reifen, ja, die nicht in der Spurrinne fahren, gehen wir nochmal zurück in den ursprünglichen Zustand, also die unteren beiden, ja, die unteren beiden Reifen, die fahren auf einer trockenen Ebene, auf einer trockenen Oberfläche, die recht rau ist. So, und wenn auf der einen Seite, ja, wir keine Reibungskräfte mehr übertragen können und auf der anderen schon, dann fährt das Auto auf der einen Seite auf den zwei Rädern weiter und auf der anderen Seite drehen die Räder durch und bleiben stehen. Und dann haben wir so einen Moment, wie wir sagen, ein Giermoment um die Drehachse und dann fängt das Auto zum Schleudern an. Und das ist natürlich ganz schlecht. Schaut es euch nochmal an. Zack, und weg ist es. Und das ist dann wirklich sehr, sehr gefährlich. Auch das Rutschen ist gefährlich, weil ihr zum Beispiel eurem Vordermann, dem vorderen Auto, hinten drauf rutschen könnt, ja, wenn ihr nicht genügend Reibung habt. So, darum rutscht das Auto. Das wollte ich euch heute erklären. Ich hoffe, ihr nehmt ein bisschen was mit, auch für euch, warum das gefährlich sein kann. Vielen Dank. So, jetzt macht ihr das Gleiche nochmal für meine beiden Assistenten. Nochmal richtig fest. Gut. So, herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen aus dieser Vorlesung. Und jetzt dürft ihr mich torpedieren. Ja, jetzt kommt ihr. Nicht rennen. Ja, ich mach das da drüben. Ja, jetzt wartet mal. Ich brauche da einen Tisch, ja? Ich brauche einen Tisch. So, willst du es hier haben oder willst du es lieber da haben? So, wer hat mir das gegeben? Deins war das? Langsam. Hier oben. So, bitte. Habt ihr Autogramme? Wenn ja, dann geht es von der anderen Seite. Lass du mich ein bisschen Platz hier, damit ich noch schreiben kann.
Ja, ist okay, machen wir gleich. Ja. So, einer nach dem anderen, gell?